Leute, was geht ab? Bin heute mal ausnahmsweise mal an einem Opel dran. Und zwar ist es ein Opel Corsa D von 2007. Ein Vierer mit 80 PS und hat dieses Easytronic automatisierte Schaltgetriebe. Das hat jetzt den Fehler gemacht. Ich glaube P1607 heißt der. Das heißt, die Easytronic, so wie sich das nennt, dieses automatisierte Schaltgetriebe, das hat ein Problem. Und zwar verschleißt das wohl über die Jahre, über die Zeit, über die Kilometer, wie auch immer. Und dann geht quasi die Elektronik, die über diese Hydraulik halt gesteuert ist, kaputt. Und dann weiß das Auto irgendwann nicht mehr, okay, in welchem Gang bin ich eigentlich, wie muss ich schalten, das funktioniert dann alles nicht mehr. Das kann man auch einschicken dann zu so bestimmten Betrieben, die sich darauf spezialisiert haben, das zu reparieren. Das haben wir dann auch gemacht. Das war hier bei ecu.de, die das dann repariert haben. Es müsste um die 300, 350 Euro gekostet haben. Und dann müsst ihr schon mal auf die Rechnung gucken, sage ich euch später auf jeden Fall nochmal. Und dann schickt man das ein. Ein paar Tage später kommt das Teil dann zurück und ist dann repariert. Wie gesagt, ich hatte es schon letzte Woche ausgebaut. So sieht es dann aus, diese Einheit. Nun hier mit der Versorgung dann für die Hydraulik. Also das wird über ganz normale Bremsflüssigkeit gemacht. Hierüber. Und ja, so sieht das Ganze dann aus, wenn das wieder angekommen ist bei uns. Haben wir auch ein bisschen sauber gemacht. Sieht wieder ganz ansehnlich aus. Das ist verbaut hier unten. Warte mal, sieht man es vielleicht ganz gut? Ich zeige mal hin. Also hier, wo diese Schrauben noch rausgucken. Insgesamt sind es vier Schrauben. Da ist auch noch eine. Damit ist es festgemacht mit so zwei Anschlüssen hier und dem da unten. Wie gesagt, es ist kein großes Hexenwerk, das Ganze abzumachen. Dann ist es noch hier bei diesem Behälter ist der eine Schlauch dran, den ich euch eben gezeigt habe. Und ich weiß nicht, wie gut man das hier sieht. Hier unten kommt dann quasi die Metallleitung so rum dann hier dran. Und hier kann man das Ganze dann auch entlüften. Das müssen wir dann später wohl auch noch machen. Da muss ich auch mal gucken mit meinem Tester. Da gibt es auch so eine Entlüftungsfunktion. Und das werde ich dann bei, wie gesagt, erst später machen. Und ja, ich würde sagen, ich baue das Ganze jetzt mal ein und nehme euch dann später mit und dann gucken wir mal, ob wir das gute Auto wieder ans Laufen kriegen, ne? Bis später. Das Teil ist eingebaut, alles angeschlossen, Leitung angeschlossen, Stecker drauf gemacht und ja, jetzt werde ich mal in den Fehlerspeicher reingehen bzw. meinen Tester anschließen und mal gucken, weil ich habe jetzt schon oben ein bisschen Bremsflüssigkeit nachgeschüttet in dem Behälter. Ich zeige euch das gerade mal. Augenblick. Ne, ist natürlich ein bisschen was ausgelaufen. Jetzt habe ich hier alles wieder angeschlossen. Stecker drauf, Bremsflüssigkeit nachgefüllt. Jetzt gucke ich mal, wie ich das Ganze hier entlüfte. Tester anschließen. Übrigens mein 335i, den gibt es immer noch. Den werde ich jetzt am Wochenende mal wahrscheinlich wieder rausholen. Nur das so nebenbei, falls ihr euch mal gefragt habt, okay, gibt es den überhaupt noch? Ja, er ist noch vorhanden. So, ich werde jetzt mal erstmal den Tester anschließen und dann sehen wir uns gleich. So, Freunde, ich habe mich jetzt mit dem Steuergerät bzw. mit dem Auto verbunden. Gehe dann auf das Getriebe, Steuergerät, auf die Easytronic. So, und jetzt habe ich hier verschiedene Funktionen. Da gehe ich auf die Sonderfunktion und mache dann die Kupplungshydraulik entlüften. So, ich habe das vorhin schon mal gemacht, einfach um zu gucken, ob es geht, weil ich habe leider kein richtiges Entlüftungsgerät. Das heißt, ich habe hier mir einfach einen Aufsatz genommen mit einer Kupplung drauf und habe dann hier quasi händisch Druck drauf gegeben. So, dass hier Druck anliegt. Und dann ist es im Prinzip auch ganz easy. Also auf jeden Fall den Behälter dann vorher auffüllen, dass da auch was drin ist, wenn es durchläuft. Und dann fängt er hier schon an zu klackern und zu machen und zu tun. Und sagt dann natürlich, okay, jetzt müssen wir hier mal das Ganze öffnen. Ich probiere das jetzt gerade mal.
wie gesagt, er ist schon jetzt entlüftet. Das heißt, da wird jetzt auch keine Flüssigkeit, keine Blasen mehr rauskommen, sagen wir es mal so. So, jetzt ist es offen, jetzt läuft es hier durch. Keine Blasen, ich mache es wieder zu. Das ist so der Vorgang. So, Moment. So, jetzt ist es zu. Das habe ich jetzt gemacht. Zacko. Ja, das habe ich gemacht. Wie gesagt, Entlüftungsschraube schließen. Alles gut, jetzt macht er hier wieder irgendwas. Ist-Kupplungsposition tut er jetzt sich angucken. Ja, das kann ich alles mit meinem schönen Ottofix D1 Pro nennt sich das machen. Da habe ich viele Funktionen. Das ist eigentlich ein geiles Gerät. Vielleicht mache ich da auch noch mal ein extra Video drüber. Wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben. Habe ich schon viele Autos jetzt ausgelesen, Fehlerspeicher gemacht, irgendwelche Sonderfunktionen. Ja, jetzt macht er, wie gesagt, Ist-Kupplungsposition. Das dauert immer so ein bisschen. Und dann mache ich das Ganze eigentlich dann nochmal mit dem Entlüften dementsprechend. Und ja, ich spule das Ganze mal ein bisschen vor. Und ja, bis gleich. So, ich habe das jetzt quasi noch ein zweites Mal gemacht, entlüftet. Sicher ist sicher. Und jetzt macht er doch noch irgendwie Kupplungstests oder was auch immer er macht. Hier ist Kupplungsposition, sich angucken. Und ich denke, der müsste dann auch gleich fertig sein. Dann muss ich dann nochmal in den Fehlerspeicher gucken und dann dementsprechend löschen. Und dann werde ich mal gucken, ob ich schon starten kann und ob das dann alles so einwandfrei funktioniert. Ja, wie es gedacht ist. Fertig ist er. Jetzt gehen wir mal weiter. Ist Kupplungsposition, Entlüftung abgeschlossen, perfekt. Zacko. So, jetzt gehen wir mal hier raus. Gehen mal in den Fehlerspeicher rein. Also generell mal gucken wir mal ihr automatischer Suchlauf. Scannen. So, jetzt gucken wir mal kurz. Okay, ihr seht jetzt, er hat 1000 Fehler drin. Die meisten sind aber nicht mehr vorhanden. Von daher sind es einfach Fehler, wie gesagt, durch die Unterspannung und durch irgendwelche Stecker abgezogen kommen die. Ich werde jetzt einfach mal die Fehler komplett löschen. Und dann gucken wir mal am Ende, was übrig bleibt. So, alle Fehler gelöscht und nochmal gelesen. Und ihr seht, aktuell hat das Fahrzeug keine Fehler mehr. Und das Wichtigste ist natürlich, dass die Easytronic keinen Fehler hat, weil darum ging es ja im Endeffekt. Und ja gut, das heißt, wir werden jetzt mal probieren, das Fahrzeug zu starten. Mal gucken, ob er sich auch die Gänge einlegen lassen und ob er fährt. Schauen wir mal. Ist schon mal auf A, ich stelle ihn mal auf N. Das funktioniert soweit, das hat er vorher auch nicht gemacht. Starten wir mal. Ah, nein! Doch, ah! Ich dachte schon, die Batterie ist alle. Also er startet auf jeden Fall schon mal. Und ihr habt es vielleicht gehört, er rasselt auch ein bisschen in den ersten Sekunden. Da ist der Kettenspanner vielleicht nicht mehr so optimal. Ich mache gerade mal hier die Tür zu. Fenster mal ein bisschen runter. So, also vorher ist er oft gar nicht angesprungen, dann hat es nur mal kurz funktioniert. Gut, ich stehe jetzt hier im Hof, das ist jetzt schlecht hin und her zu fahren, aber man kann zumindest mal in A schalten. Mal gucken, ob er kommt. Oh ja, die Lenkung ist noch eingeschlagen, Moment. Es funktioniert alles. So. Ich werde auf jeden Fall mal nachher eine ausführlichere Probefahrt machen. Aber das scheint tatsächlich alles zu gehen. Er nimmt die Gänge auch wieder an. Also programmieren musste ich jetzt auch nichts. Ihr habt vielleicht gesehen in der Beschreibung von der Firma, dass man da auch nichts mehr anlernen muss. Also es hat am Ende irgendwie 341 Euro gekostet. Aber ich denke, wenn das so passt, wie es jetzt ist, war es das auf jeden Fall wert. Naja gut. Schauen wir mal, falls noch irgendwas sein sollte oder es nicht geklappt hat, würde ich mich nochmal melden. Ansonsten danke ich euch schon mal fürs Zusehen. Lasst auch mal ein Like da und einen Kommentar für das Ganze hier. Ich hoffe, ich konnte vielleicht dem einen oder anderen helfen. Auch mit dieser Entlüftungsnummer, mit der Pumpe. Wie gesagt, man braucht nicht zwingend ein Entlüftungsgerät, um sowas zu machen. Von daher, ja, danke schon mal fürs Zusehen und haut rein. Wir sehen uns. Ciao.